Ja. Warum hat das auch so lange gedauert? Verstehen ja viele nicht. Da die Polizei nicht ihre Arbeit gemacht hat, musste es die Kammer machen. Zum Beispiel wie ein Zeuge, der stand, glaube ich, also einer der die Priorität der Zeugen, weil dieser eine Zeuge, Veysel Kılıç, war ja am 18.01. mit. Veysel Kılıç, einer der Zeugen-Dinger, ne? Also es gibt ein sehr interessantes Gespräch zwischen Veysel Kılıç und Arafat Abuçakar. Könnt ihr auf YouTube auf jeden Fall abchecken. Gibt euch das. Es ist wirklich richtig, richtig interessant. Für die Arabisch können, noch interessant. Digga, dieser Veysel wollte auf Arafat draufgehen, ne? Ihm war egal, Digga. Also dieser Veysel, mit dem ist auch kein Spaß, ne? In der Puderstraße, ja. Der wurde dazugerufen und dann später bei Bushido zu Hause. Der stand ganz oben. Also was machen sie? Nacht- und Nebelaktion, der war im Knast. Also die haben ihn abgeschoben, ja. Warte mal. Ja. Mütze über den Kopf, ja, machen Mephisto an, ja, in der Musik, ab im Flughafen und weg. Heftig. Ja, was muss... Heftig, Alter, ja. So wirst du abgeschoben. Viele sagen, die machen Däumchen drin, dann tun sie nicht. Also müssen sie den Zeugen, ja, ranholen, hören. Also haben sie die türkische Behörde angeschrieben. Das hat über 9 Monate gedauert, dass im Gerichtssaal, es muss ja so sein, in einer türkischen Behörde, dass er da videomäßig vernommen wird. Dann hat die Kammer gesagt, hört mal zu, er kann kommen, wir würden ihm freies Geleit geben. Da sagt die Ausländerbehörde, nicht mit uns. Also, da frage ich mich, was... Ich habe schon gesagt, das ist ein richtiger Film, den die dadurch erlebt haben, ja. Bruder, 9 Monate müssen die darauf warten, Digga, dass sie jemanden ranbekommen. Heftig, das war echt, das ist also krass. Wirklich waste of time, Digga, ehrlich. Die spielen wirklich mit der Zeit von denen. Was soll das für ein Spiel? Und dann fragt man sich, was habt ihr so lange gemacht? Also, ich glaube nicht, dass die Kammer Langeweile hatte. Dass die Frau Leister das in die Länge gezogen hat. Und dann dass ich das dann so höre, wie auf den Gängen, ja, das sind meine Anwälte und wir ziehen das in die Länge. Ich gehe da nicht freiwillig hin. Wie gesagt, manchmal dreimal die Woche, zweimal die Woche. Also, und das ist mit den anderen Zeugen genauso. Ja.